habe Deutschkurs gemacht in Berlin an der Volkshochschule Neukölln. Jetzt kann ich fließend Türkisch. Einmal habe ich versucht, einen Döner auf Türkisch zu bestellen. Ich bin in den Imbiss reingegangen und sagte, Merhaba, Arkadaş. Nasılsınız, Bebük, Dürren, Dünnhäppchen, dann hatte ich das jetzt mit. Und der Mann in der Theke guckt mich so an und sagt, Mama mia, kannst du keine Deutsch? Er war Chinese. Ich hatte eine türkische Freundin, sie war wie ein Döner, sie war fett, spießig und abgedreht. Auch manchmal scharf. Vor allem zu mitnehmen. Ich hatte nur Bock, auf die ich besoffen war. Eines Tages hat sie sich...